Sie sind hier 8. Juli 2018, 17.07 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten auf der 2. Etappe müssen die ersten Fahrer die Tour de France vorzeitig beenden. Den Teams Trek-Segafredo und Astana gegen wichtige Helfer verloren. Der Äthiopier Gabu Grimay vom Team Trek-Segafredo hat als erster Radprofi die 105 Tour de France aufgegeben. Der Teamkollege des deutschen Vizemeisters John Degenkolb Gera stieg nach rund 100 Kilometern der zweiten Etappe zwischen Moulieron-Saint-Germain und La Roche-sur-Yon am Sonntagnachmittag vom Rad. Laut Trek-Sportdirektor Steven de Guillon litt der 26-Jährige unter starken Magenproblemen. Für Trek ist Gres Ausfall ein Rückschlag im Hinblick auf das Teamzeitfahren am Montag. Zudem fehlt Kapitän Bauke Mollema, ein Helfer im Gebirge. Wenig später musste auch der Spanier Luis Leon Sanchez vom Team Astana nach einem heftigen Sturz das Rennen beenden. Der erfahrene Etappenjäger, neben Kapitän Jakob Fuglsang, Dänemark der wichtigste Fahrer Astanas, erlitt großflächige Abschürfungen und hatte sichtlich große Schmerzen. Damit sind noch 174 Fahrer im Rennen.